In Paderborn, die sind 17. da, aber Teamstärke auch besser als wir. Ach du Scheiße, wir haben ja schon September. Ich glaube, der Transfer. Ach stimmt. Transfermarkt ist doch schon zu. Brauche ich mir doch gar keinen so einen Stress machen. Oh, die Ernte, die ja. Aber bis 25. Dann kannst du dir ruhig alle Zeit der Welt nehmen. Mit dem zweiten Scout dazu. Anforderungen. Auf den linken Außenverteidiger. Vielleicht Aufbauspiel. Also Ballgewinn auf jeden Fall. Ach, hier geht's dann mit zwei los. Okay. Wäre halt auch die Frage, ob der einen dann bringt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, Aufbauspiel 1 plus, ob der dann auch 2 plus bringt. Oder ob der dann sich genau daran hält. Aber so, das wäre jetzt erstmal so das Konzept, was ich suche. Mal schauen. So, und wir wollten Kaderplanung. Oh, Himmelmann. Ja, mit dem müssen wir uns auf jeden Fall zusammensetzen. Rodersen. Zweitbester Torwart müssen wir auch. Nicht das direkt hier so. Okay, cool. Die beiden haben wir. Ach, so viele sind es ja nicht. Bubala, auch ein wichtiger Mann. Salazar ist jetzt bisher mir nicht in Erinnerung, aber der ist noch jung. Ach, der ist nur ausgeliehen. Warum macht man sowas? Warum leiht man sich so einen Spieler, der dann keine Rolle spielt? Miyagi können wir verlängern. Und Tashi. Obwohl ich den jetzt nicht so in. Ach, okay, weil er Mittelstürmer ist, deswegen kommt der nicht so wirklich zum Einsatz, weil dort meistens Burgstaller spielt oder hat der schon großartig Einsätze? Ne. Der hat die ersten 3 Spieltage gespielt und dann war Sense. Na, wirklich gut hat er ohne gespielt. Hier hat er mal ein Tor geschossen, okay, cool. Ja, komm. Hast du ja verdient. Da hätten wir das auch schon durch. So, haben wir hier noch irgendwie. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. 3,7. Rechter Außenstürmer. Können wir eigentlich verleihen noch? Ausleihen. Rechter Außenverteidiger. Da habe ich eigentlich auch mehr als genug. Den können wir auch verleihen. Mal gucken, dass wir die im Winter noch unterkriegen. Zumindest für eine halbe Saison. Reuter Philipp. Rechter Außenstürmer, offensives Mittelfeld. Ich glaube nicht, dass der die Saison noch eine Rolle spielt. Wieso kann ich den nicht auf die Transferliste setzen? Weil der noch unter 18 ist? Gibt es da eine Regel? Boah.
Okay, das war's. So, jetzt gucken wir nochmal kurz in der Jugend rein. Naja, das sind wirklich. Wir gucken uns ein Jugendtraining an. Das kostet ja nichts. So. Jetzt in Paderborn. Das sieht gut aus. Okay. Hä, wer quatscht mich jetzt voll? Aber ich denke mal, das gehört ja zur Vertragsverlängerung dazu. Der Berater des Spielers führt die Verhandlung. Aha, okay. 330.000 pro Jahr. Momentan hat er 270.000. Aber ich habe nicht viel Spielraum. Wir sind hier nicht auf dem Bazar. Was? Also, ich habe gleich noch einen Termin. Ich weiß, dass meine Feuerungen schmerzhaft sind, aber die Qualität ist immer gut. Puh, Okay. also den wollte echt keiner. Da machen wir ganz schnell drei Kreuze. Ja, machen wir mal drei Kreuze dran. Ja. So, Sven Brodersen. Hat Interesse 70, da haben wir schon mal mehr Spielraum. Er ist nur zweiter Mann. Der will eine ganz schöne Gehaltsaufstockung, ey. Auf 230 sind die mir schon entgegengekommen. Ja, komm hier. Jetzt sind wir mal rotzfrech. Okay. Bubala, der braucht relativ. Guter Mann. Was ist denn hier die 207 Spiele? Ah. Okay. Na komm, hier. Siegprämie. Warum kann ich hier nicht zum Beispiel hochgehen? So als Ausgleich. Dass ich sage, hier, wenn ich dir eine Gehaltskürzung gebe, kriegst du aber mehr Prämien. Dass wir ordentlich prämienbezogene Verträge irgendwann haben. Ja, ich glaube, ich sollte die nicht weiter strapazieren. Ich habe die schon genug runtergehandelt. Miyagi. Du hielt sich ganz schön in Grenzen, so mit den Spielerangeboten. Das war halt beim ersten Durchlauf so richtig geil. Hat schon ein bisschen wehgetan, dass ich den aufgeben musste. Da hatte ich einen defensiven Mittelfeldspieler aus Italien angeboten gekriegt. Der war richtig nice. Eigentlich könnte man sich hier mal vormerken, dass wir entweder ihn oder einen Burgstaller abgeben. Das ist Quatsch, zwei solche Top-Spieler. Und dann teuer. Und die sind eigentlich nur auf ihren Positionen. Also die beiden. Außer wir spielen hier nicht wieder mit 4-4-2, aber dann haben wieder meine Außenstürmer keinen Sinn. Müsste mal beim Burgstaller drüber gucken. Der müsste doch auch schon nicht mehr gerade der Jüngste sein. Vielleicht beendet er ja bald seine Karriere. Dann kann der Teski noch ein paar Spiele machen. Aber ich glaube, der war da auch mittlerweile schon gesetztes Alter. Burgstaller. 31. Geht doch noch. Hier sehe ich 4 Sterne.
So, wir spielen wieder auswärts bei einer besseren Mannschaft, aber die sind 17. Spielen wir Ballbesitzfußball. Defensiv. Ich krieg da schon ein bisschen Black hier immer defensiv spielen zu lassen, aber nützt halt nicht. Es ist momentan Mittel zum Zweck. Wir kriegen nicht viele Chancen. Es ist immer so. Aber es läuft gut. Kompletter Reinfall ist bisher keiner. Bei ihm könnte ich vielleicht, weil bei ihm kommt noch Müdigkeit und schlechte Motivation dazu. Daschner oder Buchtmann oder Salazar. Oder Benatelli. Der gefällt mir. Der gefällt mir der Buchtmann am besten eigentlich. Für wen wollten wir für einen Daschner? Kondition in Frische, also viel Einsatz durfte man nicht mehr hochgehen. Mal kurz ein Stück ruhiger angehen lassen. Schau. Oh, Leute. So, Tusky hat gerade einen neuen Vertrag gekriegt. Der muss jetzt sein, warum er Geld kriegt. Oh Gott, Becker ist schlecht. 4,5.